So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Puppischen und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Eieiei. So, wir müssen uns mal wieder mit der Nettie treffen, mit der Guten. Da waren wir beim letzten Mal stehen geblieben. Es sind wieder ein paar Tage vergangen, aber nicht ganz so viele. Das ist in dem Sinne ganz praktisch, tatsächlich. Ich habe noch so viele Games, die ich eigentlich zocken müsste. Ich habe immer noch nicht My Time at Portia fertig gespielt. Ich bin gerade auf einem sehr guten Weg, Story of Seasons, A Wonderful Life durchzuspielen. Auch die Final Fantasy 16 Front ist sehr gut dabei. Wird sich aber noch ein bisschen ziehen. Und natürlich God of War Ragnarok, da sind wir auch noch mit dabei. Hier müssen wir warten. Auf die gute Nettie. Du bist hier. Natürlich. Und? Schlaf ein bisschen im Dreck, aber das passt schon. Ist das Mr. Biggles zu Hause? Ich glaube schon. Er hat angeblich Beweise gegen Harlow. Wir müssen mit ihm sprechen. Warum nicht der Offizier? Ich habe so das Gefühl, dass wir uns in Sachen einmischen, die wir es nicht wollen. So musste er diesen schrecklichen Mann reizen. Alles in Ordnung? Wir suchen Mr. Biggle. Mein Mann? Ist tot! Er hat ihn getötet! Oh, tut mir leid, Mrs. Biggle. Wer hat ihren Ehemann getötet? Die Stimme ist komisch. Harlow. Da bin ich mir sicher. Er bedroht meinen Mann seit Wochen und... Wo ist mein Sohn? Wo ist Archie? Er muss hier irgendwo sein. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Archie war mit seinem Vater zu Hause, während ich weg war. Seine Tasche ist nicht da. Hoffentlich streift er nur durch die Gegend, wie er es immer tut. Ich hoffe, er war nicht hier als Harlow. Als mein Mann. Wohin könnte Archie gegangen sein? Er hat ein kleines Versteck im Wald. Südlich von hier. Er geht nie weit weg, aber... Wenn er gesehen hat, wie Harlow seinen Vater etwas angetan hat. Ich habe Angst, wegzugehen, falls er wiederkommt. Das kriegen wir hin. Können Sie mir noch mehr über Harlow erzählen? Ach, er ist Victor Rookwoods rechte Hand. Ein erbärmlicher, grauenhafter Schuft. Grausam und blutrünstig. Drecksack. Was eine Sau. Welchen Grund sollte Harlow haben, ihren Mann zu töten? Mein Mann sah sich Harlows Geschäfte genauer an und fand heraus, was er im Schilde führt. Ich habe ihn angefleht, es gehen zu lassen, aber er war überzeugt, dass... Wir finden Ihren Sohn, Mrs. Biggle. Danke. Oh, was tue ich nur? Die arme Miss... Sorgen Sie sich nicht, Mrs. Biggle. Wir bringen Archie zurück. Revelio. Bist du dir das... Erstens, Nettie, bist du dir da sicher? Zweitens... Als ich den Brief zu Officer Singer brachte, erzählte sie mir von Mr. Biggle. Er hatte dasselbe getan wie wir. Officer Singer mit Beweisen versorgt, um Harlow zu Fall zu bringen. Ich hoffe nur, du machst dir da keine Probleme, Nettie. Hä? Ich verstehe das nicht ganz. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal alles verkauft, ne? Ich bin nämlich am Überlegen. Ich wollte mit ihm darüber sprechen, was er herausgefunden hatte, aber es war zu spät. Ja, ich habe alles verkauft. Okay. Und ich habe kein Geld. Entschuldigung. Bin ich so pleite? Na ja, gut, ich bin Schüler, ne? Ich sollte jetzt nicht so viel Geld besitzen, aber auch nicht so wenig.
Max? Was sagt Officer Singer zu dem Brief, den du gebracht hast? Sie hat sich bedankt, aber das reichte offenbar nicht, um sie zu überzeugen. Schade, dass Hippogreife nicht sprechen können. Wolkenschwinge könnte die nötigen Beweise gegen Harlow liefern. Wir brauchen noch mehr. Das muss das Versteck von Archie sein, das Mrs. Bickle erwähnt hat. Archie? Archie Bickle? Sowas hätte er nicht mit seinem Versteck gemacht. Revelio. Jemand hat hier nach ihm gesucht. Revelio ist die einzige Chance, um herauszufinden, wohin er ging. Ja, da, es wird... Archies Fußabdrücke. Erst hier lang. Ja, jetzt kann ich Detektiv spielen. Hätten wir Archie nicht längst finden müssen? Eigentlich schon. Wenn er verfolgt wird, rennt er wahrscheinlich weiter. Wenn es wirklich Harlow ist, der ihn verfolgt, kann ich nur hoffen, du hast recht. Männer wie Harlow würden ein Kind ohne Zögern umbringen. Wir müssen Archie schnell finden. Revelio. Wollte doch schon sagen. Das gefällt mir nicht so. Und ich habe ganz schlimme Befürchtungen. Ja gut, mir kam ja mit dem Wolfsrudel jetzt auch klar. Also irgendwo, wer mit Biestern hier rumeiert, ne, der sollte auch durchaus mit ein paar Wölfchen klarkommen. Archies Tasche. Warum ließ er sie zurück? Er war bestimmt auf der Flucht vor Harlow und abgelenkt. Hier könnte sich Revelio wieder lohnen. Archie ist hier lang. Hab ich auch gerade eben... Ich mach das einfach nicht mehr. Ich frage jetzt so lange nach, bis sie das wieder sagt. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Harlow verfolgt Archie bestimmt nicht ohne Grund. Was Archie wohl gesehen hat. Hoffentlich nicht, wie Harlow seinen Vater getötet hat. Davon würde er sich nie erholen. Jedenfalls kann ich es mir nicht vorstellen. Tja, netti Mäuschen. Das müssen wir rausfinden. Müssen aber auch hoffen, dass der noch lebt. Eine Weggabelung. Wir brauchen wieder Revelio. Revelio? Verschiedene Fußspuren. Oh, Harlow hat ihn hier eingeholt. Das ist nicht gut. Sie sind hier lang. Okay. Kristalle. Sie sind wunderschön, nicht wahr? Du siehst auch Testrale? Ich habe den Tod gesehen, als ich 9 war. Und kurz darauf das erste Testral. Das hat mich getröstet. Tut es immer. Moment. Ich denke, wer wie wir den Tod gesehen hat, verdient etwas Trost. Okay. Warum auf unsere Farm? Sollte ich vielleicht mal privat so ein bisschen... Ja, sollte ich nicht so laut machen. Tut mir leid, dass du in dem jungen Alter so etwas erleben musstest. Ich war bei meinem Vater, als er starb. Meine Mutter war nicht da. Ich fühlte mich so hilflos. Es ist schon lange her, aber mir scheint es, als wäre es erst... Arrestung. Ich sehe ihn noch so klar vor mir.
Er fehlt dir sicher. Mein Vater war ein wundervoller Mann. Gehen wir weiter. Wir müssen Archie finden. Estral. Aber es sind viele hier unterwegs, ne? Ich habe es mindestens 5 gesehen, gefühlt. Arresto Momento. Wie befürchtet, sie haben Archie. Sei auf der Hut, wir dürfen keine Fehler machen. Komm gleichzeitig auf. So, okay, da hätten wir was machen können, okay. Rebellion. Hoffen wir mal, dass... Ich hatte nicht erwartet, dass dieses Zelt innen so groß ist. Das macht alles etwas komplizierter. Alles voller bösen Buben. Klo, okay. Oder beziehungsweise Badezimmer. Okay, da wollen wir mal ganz leise jetzt sein. Aber ganz leise, okay. Wollte ich nicht stören, Mäuschen. Ich bin doch dabei. So, hier haben wir gut aufgeräumt. Bisschen Money in the Bank. Macht den alten Crank. Reducto. Was ist Reducto? Paro. Warte mal. Flipendo bei irgendwas mit Reducto. Teile einer Asche, Wanderin, duellieren bei der Wirkung von Reducto.
kann mir nur das vorstellen. Das ist aber Glacius. Elfiso. Arresto Momentum. Accio. Depulso. Descendo. Flippendo. Confrigo. Expelliarmus. Bombarda. Das verstehe ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was Reducto ist. Revelio. Brich ein Schildzauber per alte Magie. Das kriegen wir hin. So, fingerlose Handschuhe. Bisschen. Revelio. Fuck! Autsch, ich hätte nicht gedacht, dass das so schwierig ist. Revelio. Muss ich den Auftrag neu machen oder kann ich weitermachen? Bis jetzt sieht es so aus, als könnte ich einfach weitermachen. Okay. Mal gucken, ob das... Sieht das nicht checken, dass einer von denen am Boden liegt? Das ist aber ziemlich genial gerade eigentlich. Catherine Haggery. Nee, die Catherine will ich eigentlich nicht machen. Ist jetzt alarmiert. Sege einen Gegner mit Petrificus Totalus. Ich hab kein... Hä? Besser als gedacht. Ich glaube, ich sollte echt so schleichen. Revelio. Was gibt's hier denn noch? Ich meine, wenn schon, denn schon. Oder? Wenn schon, denn schon. Haben sie wieder ein Badezimmer? Okay, ich find's komisch, dass wir da nicht hin können.
Aber da müssen wir ja auch nicht unbedingt hin. Ich will mal gucken, ob hier oben irgendwas zu finden ist. Rivelio. Bei Skyrim wäre da mindestens ein Buch. Einfach zum Lesen. Oh, ich will da nochmal hoch. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Ich will da jetzt hoch, es ist mir scheißegal. Gehe ich nochmal zurück und guck mal, ob ich da noch irgendwas machen kann. Rivelio. Müsste ja irgendwie gehen. Warte mal, vielleicht kann ich von der anderen Seite hier so drüber. Das wäre theoretisch auch eine Möglichkeit. Nee, kann ich nicht. Geht's doch bestimmt irgendwie irgendwo hoch. Rivelio. Kann man nicht irgendwas mitziehen? Ach so, ja. Manchmal ist das Einfachste doch am unscheinbarsten. Aber zu meiner Verteidigung, was Aufmerksamkeit und Komplexität geht, war ich hier schon öfters auf dem Holzweg. Aber das Schleichen gefällt mir. Nicht identifizierter Gegenstand. Wir müssen nochmal in den Raum der Wünsche. Das sollte ich vielleicht mal richtig... Ich glaube, das mache ich heute. Ich mache heute ein paar... Denken wir uns Let's Play-Aufnahmen. Das ist ja alles kein Problem. Und dann vergnüge ich mich einfach mal ein bisschen offscreen im Raum der Wünsche mit den Tieren, mit allem drum und dran. Rivelio. Habe ich da vergessen, irgendwas zu triggern? Wo ist denn die Netty? Rivelio. Warte mal, hier geht's auch nochmal runter. Ach, hier geht's hoch. Ich bin ja jetzt theoretisch nur im Kreis gelaufen, oder was? Habe ich jetzt irgendwas vergessen, weil ich jetzt hier so ein sneaky Bastard gewesen bin? Habe ich jetzt die Netty vergessen oder so? Also, weil ich jetzt hier so rumgesneakt bin. Habe ich den jetzt vergessen? Oder hat das Spiel nicht gecheckt, dass ich hier durch bin? Finde Archie Brickle. Ja. Ich hatte nicht erwartet, dass dieses Zelt innen so groß ist. Das macht alles etwas komplizierter. Ernsthaft? Ich habe doch hier schon alles platt gemacht. Weil ich gestorben bin, wurde ein paar Sachen nicht... Oh, jetzt ist... Bitte, ich brauche Hilfe. Archie. Archie Bickle. Lol. Woher weißt du, wer ich bin? Ich weiß Deine es einfach. Meine Mutter hat uns geschickt. Oh, ich bin so froh, dich zu sehen. Tut mir leid. Wir müssen das irgendwie öffnen. Alohomora. Alter, ich bin Aragorn. Ich bin Alkoholiker. Ja, ich habe Lord of the Weed gesehen. Ist lustig.
So, Kleiner. Er hat meinen Vater getötet. Wie schrecklich, Archie. Dafür schnappen wir ihn. Aber zuerst bringen wir dich heim zu deiner Mutter. Danke für deine Hilfe. Das ist doch selbstverständlich, Archie. Jetzt bringen wir dich heim. Wir kennen einen sicheren Weg. Super. Oh, Archie, da bist du. Du bist in Sicherheit. Mutter? Oh, Mutter. Vaters Freunde sind in Gefahr. Ich habe meine Entführer darüber sprechen hören. Welche Freunde, Schatz? Mr. und Mrs. Rabe. Mr. Filbert. Und Otto haben sie auch erwähnt, glaube ich. Oh, ich werde mit ihnen reden. Lauf du schon ins Haus. Ja, Mutter. Was sind das? Diese die Stimme. Die Freunde ihres Mannes sind in Gefahr? Genau wie er. Wie können wir helfen? Sie haben genug getan. Mein Mann war ein mächtiger Zauberer und konnte Harlow nicht besiegen. Nicht, dass dieses Monster auch noch ihnen nachstellt. Das macht er schon längst. Dafür ist es zu spät. Ich fürchte, Harlow ist bereits hinter uns her. Dann sollten Sie ihn nicht noch mehr erzürnen. Ich versichere Ihnen, es kann noch schlimmer kommen. Bitte, bitte halten Sie sich fern. Das mit Ihrem Mann tut mir leid, Mrs. Bickle. Vielen Dank und danke, dass Sie Archie nach Hause gebracht haben. Na klar. Ich kann Ihnen beiden gar nicht genug danken. Ah, das passt schon, Mutti. Keine Sorge, Mrs. Bickle. Mein Vater sagte immer, der Regen fällt nicht nur auf ein Dach. Wir sind hier, um einander zu helfen. Ich will mehr über Mr. Bickles Freunde wissen und warum Harlow hinter ihnen her ist. Das habe ich mir schon. Ich sage dir Bescheid, wenn ich etwas herausfinde. Danke für deine Hilfe heute. Kein Problem. Das habe ich mir schon fast gedacht. So, jo, dann bis später. Bis zum nächsten Part.